Ihr seht auch da, was man für Anforderungen an euch wünscht, ne? Also Stärken, Fähigkeiten. Macht euch darüber Gedanken. Erstmal würde ich mich noch mal ein bisschen über das Unternehmen schlau machen. Das ist ganz wichtig. Schaut euch das Unternehmen genau an, wo ihr euch da bewerbt. Schaut euch auch noch mal die Ausschreibung an, welcher Beruf das ist. Ihr könnt euch, wie wir das eben gesehen haben, über Berufe.net tatsächlich ja alle Informationen holen. Das heißt, da wird ja auch ganz klar erläutert, wie man einen Beruf ausübt. Also auch da könnt ihr dann noch mal ein bisschen gucken. Ihr seht auch da, was man für Anforderungen an euch wünscht, ne? Also Stärken, Fähigkeiten. Macht euch darüber Gedanken. Und ich würde auf jeden Fall mich so ein bisschen fit machen dafür. Es gibt eine Möglichkeit, wir gucken uns das nochmal an, vielleicht machen wir da nochmal einen kurzen Schwenk drauf. Und zwar besteht die Möglichkeit zum Beispiel auch über planet-beruf.de auf der Seite. Da gibt es die Möglichkeit, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier hatte, oder bei abige.de, genau, ist genau das Gleiche. Schauen wir mal hier unten. Da gibt es nämlich die Möglichkeit der Bewerbungsbox. Und bei der Bewerbungsbox ist es so, da habt ihr ganz, ganz viele Informationen drin, wie es mit der Bewerbung laufen kann, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Da gibt es auch so ein paar Trainings. Man kann sich mal so Videos angucken, welche Fragestellungen könnten eventuell kommen. Genau, und ansonsten gibt es noch eine App. Ein kleiner Tipp, der ist auch immer super gut, auch von planet-beruf.de. Holt euch mal die App runter, die ist auch kostenfrei, fit fürs Vorstellungsgespräch. Und da könnt ihr sogar Termine eintragen und könnt dann auch entsprechend rechtzeitig nochmal dran erinnert werden. Es gibt kleine Übungen, die ihr machen könnt. Also auch das ist super. Und ansonsten toi, toi, toi für das Skype-Vorstellungsgespräch. Aber das wirst du auf jeden Fall schaffen, bin ich mir ganz sicher.